Herzlich willkommen in der 9. Woche der verteilten Verarbeitung. Ich würde in dieser Woche gerne ein paar Kleinigkeiten darstellen, die für Ihre Restimplementierung immer wieder eine Rolle spielen. Und daraus ergeben sich so 5, 6, 7 verschiedene Videos, je nachdem, wie weit ich heute noch komme. Ich starte mit dem Thema Interface-Darstellung, Schnittstellen-Spezifikation. Und würde dann noch einige Videos machen zum Thema Fehlerbehandlung, Transaktionsmanagement und andere Themen. Aber jetzt starten wir mit dem Thema Dokumentation der Schnittstelle. In einem verteilten System haben Sie eigentlich immer zwei Rollen. Sie haben einen, der die Schnittstelle anbietet und einen anderen, der die Schnittstelle konsumiert. Und diese Konsumierung findet statt über ein Netzwerk. Jetzt haben Sie natürlich beide Teams, die den Anbieter und den Konsumenten bauen, die unabhängig voneinander arbeiten. Beide Softwareteile sind unabhängiger Evolution ausgesetzt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das, was der Anbieter anbietet und das, was der Konsument eigentlich brauchen würde, dass das auseinanderläuft. Also brauchen Sie da eigentlich eine genaue Beschreibung der Schnittstelle. Das ist das, was der Exporteur anbietet und das, was der Importeur konsumiert. Und Sie brauchen jetzt einen Vertrag zwischen beiden. Ne? Was muss der Exporteur wirklich leisten, damit er den Vertrag erfüllt? Und worauf kann sich der Importeur verlassen? Wenn Sie es schaffen, diesen Vertrag explizit zu machen, können Sie die Evolution, die Weiterentwicklung des Systems besser beherrschen. Es ist so, in früheren Mittelwerttechnologien war das besser. Also in SOAP-basierten Webservices hatten Sie die Webservice Description Language, die WSDL. Da konnten Sie diesen Vertrag in Form eines relativ länglichen XML-Dokumentes explizit machen. Oder CORBA, noch so ein bisschen der Vorläufer von den SOAP-basierten Webservices, noch mit einer ganz anderen Technologie, aber so ähnlich intellektuell, hatte eine Interface Description Language drin, eine IDL. Und da haben Sie sozusagen erst die Schnittstelle in IDL beschrieben und haben daraus zum Beispiel den Code generiert. Für REST gibt es jetzt keinen Standard, jedenfalls keinen, der sich durchgesetzt hätte zum Beschreiben von Schnittstellen. Es gibt jetzt so eine Art Branchenstandard, kann man sagen. Also nicht standardisiert von einem Gremium, sondern eher von einer Menge von Firmen. Und das ist Open API. Und das ist so das, was sich aus Swagger heraus entwickelt hat. Deswegen verwende ich zum Teil in dem Video noch Swagger und Open API Synonym. Ich stelle aber gleich noch mal kurz dar, was das eine ist und was das andere macht. Also, Sie wollen die Schnittstelle dokumentieren und wie gesagt, in Vorläufern von SOAP-basierten Webservice gab es da die Webservice Description Language und gab mal Versuche, das auch für RESTful Webservices zu machen. Die WADL, die hat sich aber nicht durchgesetzt. Warum spielt ja hier keine Rolle mehr? Und es gibt jetzt sozusagen drei Alternativen, wie Sie Ihre Schnittstellen beschreiben können, also Ihre RESTful-Schnittstellen beschreiben können. Das ist Open API, das stelle ich Ihnen hier vor. Es gäbe noch RAML und API Blueprint. Wobei die Sachen zum Teil auch Open API unterstützen, so dass es, also Stand heute, glaube ich, reicht, wenn man sich mit Open API auseinandersetzt. Und ich habe Ihnen da mal die beiden Quellen hingelegt. Also das heißt, das Open API wird von einem Konsortium von Firmen unterstützt. Homepage sehen Sie auf der Folie und Swagger, das ist eine Menge von Tools, die das unterstützen. Und die Basisideen für Open API kamen aus diesem Swagger-Projekt heraus. Swagger ist oder Open API ist in verschiedenste Programmiersprachen integriert. Das heißt, wir können es in Java natürlich super nutzen. Sie könnten aber natürlich auch für eine Flask-Anwendung oder für eine Express-Anwendung in JavaScript oder auch für andere Programmiersprachen ebenfalls diese Remote-Schnittstelle in Open API beschreiben. Das ist jetzt keine Spezialität für Java oder sowas. Also wenn Sie Open API verstanden haben, können Sie es auch für .NET Core verwenden. Und was Sie machen ist, Sie beschreiben mit Hilfe von diesem Schnittstellenstandard, welche HTTP-Verben Sie unterstützen, welche HTTP-Endpunkte Sie haben, welche Return-Codes Sie zurückgeben und welche Datenstrukturen Sie übertragen. Also so eine Art JSON-Schema werden wir da verwenden. Also wir werden versuchen jetzt, die Schnittstelle vollständig zu beschreiben, dass zumindest syntaktisch klar ist, was man kriegt und was nicht. Verhalten können wir natürlich nur in begrenztem Umfang mit Prosatext beschreiben. Hier nochmal zur Darstellung, was ist jetzt was? Open API ist die Spezifikation der Schnittstelle. Das ist letzten Endes ein JSON-String oder eine YAML-Datei, die Endpunkte darstellt und die HTTP-Verben und das Schema, die Schemainformationen gibt.
Und dort finden sich halt auch Query-Parameter und auch Return-Codes und auch wie die Fehlerbehandlung vonstatten geht. Das ist alles in OpenAPI darstellbar und Swagger liefert Ihnen jetzt dazu entsprechende Werkzeuge zu. Also zum Beispiel, Sie nehmen eine OpenAPI-Spezifikation und können daraus dann die Controller für Ihr Spring Boot-Projekt generieren. Oder Sie können Mocks generieren mit Hilfe von Swagger. Sie haben Gradle-Plugins von Swagger und so weiter. Also Swagger ist sozusagen das ganze Toolkit drumherum. Sehen Sie auch gleich nochmal in den Demos. Ich habe sozusagen einen Teil der Swagger UI. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal an lebenden Beispiel. Man kann jetzt auf zwei verschiedene Arten mit den Techniken arbeiten, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Das ist jetzt nochmal wichtig, um so als Architekt, Architektin drauf zu schauen. Sie haben zwei Möglichkeiten, jetzt mit der Schnittstelle umzugehen. Sie können sagen Contract First, das heißt, bei OpenAPI würden Sie dann mit einem Editor starten und eine YAML oder eine JSON-Datei erzeugen, die die Schnittstelle beschreibt. Das heißt, Sie würden als erstes die Schnittstelle beschreiben und dann ausgehend von der Schnittstelle zum Beispiel den Anbieter der Schnittstelle generieren und die Generierung dann ausfüllen mit entsprechendem Java, C-Sharp oder PHP-Code. Und als Editor können Sie für den Contract zum Beispiel die Editoren bei Swagger Hub verwenden. Zweite Alternative ist, Sie machen Code first, das heißt, Sie schreiben beispielsweise erstmal den Anbieter der Schnittstelle und gucken, also schreiben zum Beispiel in Spring Boot den Controller und überlegen sich, welche Endpunkte Sie anbieten wollen, welche HTTP-Verben Sie unterstützen wollen, welche Parameter das haben soll und erzeugen dann daraus erst die Schnittstellenbeschreibung. Das mache ich hier in diesem Video. Also unser Ansatz, den wir hier fahren, ist Contract first, Code first, sorry, Code first. So, und um jetzt das genau zu demonstrieren, gehen wir wieder ins IntelliJ rüber. Was müssen Sie tun, damit Sie jetzt OpenAPI verwenden können in Ihrem Spring Boot Projekt? Sie müssen eine Bibliothek ergänzen. Das haben Sie gerade auf der Folie vor dem Umstieg schon gesehen, in Gradle-Syntax. Ich hatte jetzt übers Wochenende leider gewaltige Probleme, weil das IntelliJ gewisse Bibliotheken nicht angezogen hat. Deswegen musste ich jetzt von Gradle auf Maven umsteigen. In den Dateien steht dasselbe drin. Es gibt mit Sicherheit auch einen Konverter zwischen Gradle und Maven. Also das sind kompatible Bildsysteme. Mit Maven ging es dann nicht. Ich versuche das natürlich nochmal mit Gradle zum Laufen zu kriegen. Das habe ich aber jetzt nicht. Und jetzt habe ich hier ergänzt, und das können Sie in Gradle genauso machen, die Bibliothek SpringDoc und zwar die OpenAPI UI. Und wenn Sie das integriert haben in Ihr Projekt, dann unterstützt Ihr System bereits zwei UIs, die Sie dann ansprechen können. Also Sie bauen das hier in die Dependencies ein, in Gradle oder Maven, und dann sehen Sie schon, gehen schon Webseiten auf. Die zeige ich Ihnen jetzt. Sie haben hier die OpenAPI-Darstellung von meinem Spring Boot-Beispiel. Was Sie hier sehen, sind allgemeine Verwaltungsinformationen oben. Jetzt als in Form als JSON-Strings. Wie Sie die pflegen, zeige ich Ihnen gleich. Und dann haben Sie hier die HTTP-Endpunkte, zum Beispiel Projects-ID und die HTTP-Methoden, die das Ding anbietet, ne? Zum Beispiel hier die GET-Methode. Also das heißt, die Endpunkte sind dargestellt und die Methoden, die Sie anbieten, sind dargestellt und auch die Return-Codes, hier Responses 200, sind dargestellt inklusive einer Beschreibung. Und Sie sehen, der kann GET und PUT und Delete und Post war da sicherlich auch irgendwo. Und dann zusätzlich haben Sie eine Beschreibung des Schemas. Das heißt, ich habe hier eine JSON-Strings, die Projekte darstellen sollen. Und das ist hier dargestellt unter Components. Da sehen Sie, es gibt die Entität Projekt und Sie haben das Feld ID und das Feld Name. Name war hier required, deswegen steht das hier oben schon. Und entsprechend ausdokumentiert. Dieselbe Information kriegen Sie hier über das Swagger UI. Das ist vielleicht bekannt aus früheren Projekten. Das heißt aber, da sehen wir im Grunde dieselben Informationen. Wir haben hier oben die Verwaltungsinformationen, Projekte API mit dem entsprechenden Standard. Hier haben wir eine Lizenzinformation, die ist aber auch in meinem Code gepflegt. Und hier sehen Sie die Endpunkte. Ich habe jetzt mal einen ausdokumentiert, das zeige ich Ihnen auch gleich im Source Code. Ich habe hier den Put-Request ausdokumentiert. Dann haben Sie hier sozusagen eine Beschreibung, was unter dem Endpunkt Projects mit der ID
zu machen ist, also ändere Daten eines Projektes, habe ich hier ergänzt als Kommentar. Dann kann man hier die Informationen zu dem übertragenen Datensatz pflegen. Das heißt also, ich schicke ja dem Endpunkt Projects ID einen JSON-String im Body mit, der jetzt ein Projekt darstellen soll mit ID und Name. Und ich habe jetzt hier also in meiner Doku auf Serverseite sogar ergänzt, dass ID zum Beispiel 10 ist und dass der Name zum Beispiel Test ist. Und die Return-Codes sind dargestellt, 200, 404 für konnte nicht gefunden werden oder 500 für interner Server-Error. So, jetzt haben sich mal so zwei Darstellungen gesehen, wie man eine Schnittstelle darstellen kann. Jetzt ist die Frage, wie beschreibe ich das denn im Source Code? Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das heißt, jetzt überlegen wir noch mal kurz, was müssen wir denn beschreiben? Wir wollen hier die Transportstruktur beschreiben. Und wir wollen die Endpunkte beschreiben und wir wollen die Return Codes beschreiben. Wo starten wir? Ich starte mal bei der Transportstruktur. Das heißt, jetzt haben Sie hier nochmal meine Projektstruktur mit meinem Projekt und jetzt starten wir mit der Transportstruktur. Ich habe jetzt hier noch einen Designfehler drin, vielleicht das mal ganz, also gerade wenn Sie sich mit Spring Boot auskennen, so was ich jetzt hier vorstelle, so würde man das eigentlich nicht machen. Ich mache dann heute oder dann spätestens nächste Woche nochmal ein Video mit gescheiten Transportstrukturen, mit Data Transfer Objects. Ich habe es jetzt aus der Einfachheit halber mal an die persistente Entität dran getan. Die Informationen, die Sie dort gesehen haben, sind ergänzt mit Klammeraffe Schema. Das heißt, auch dieses Klammeraffe Schema ist möglich als Import von der Swagger-Dokumentation. Sehen Sie hier oben. Und dann kann ich eine Beschreibung angeben, sowas wie ID of Project. Können Sie sicherlich was Intelligenteres einfallen lassen. Und noch ein Beispielwert. Das macht die Doku entsprechend sprechender. Oder hier auch Schema und dann Beschreibung, Name von dem Projekt und Example war Test. Genau das haben Sie ja gerade in der grafischen Oberfläche gesehen. Ich zeige es nochmal kurz. Diese 10 und das Test haben Sie hier genau bei 10 Test, ID und Name. Jetzt haben wir weitere Informationen noch zu dem Datentyp. Das ist vielleicht auch noch interessant. Jetzt haben wir es hier unten bei Schemas. Haben wir jetzt hier noch Example 10, ID of Project, das heißt, wir sehen unseren Beschreibungstext. Wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen, Min-Length, Max-Length und so weiter. Wo kommt das her? Auch das steht hier in dem Beispiel drin. Und zwar haben Sie hier, das sind Elemente, Sie sehen es hier oben von Java X Validation Constraints. Und da kann ich sozusagen hier tatsächlich auch die Standard Java Constraints nutzen für Plausi-Prüfungen. Und auch die kann ich als Annotationen verwenden. Und auch das verwendet ihr nachher in der Dokumentation. Also das hier würde bedeuten, dass zum Beispiel der Name hier minimal 10 Zeichen lang sein darf und maximal 20 Zeichen lang sein darf. Also so können wir zum Beispiel jetzt hier schon ausschließen, dass man die Spaltenbreite in der relationalen Datenbank überschreitet. Und hier nochmal der Hinweis, diese Entität, normalerweise würde man ein Data Transfer Object machen, das kommt aber in einem der nächsten Videos. So, jetzt haben wir das Schema beschrieben. Oder die Transportstrukturen beschrieben. Jetzt wäre die zweite Frage, wo kommt diese Beschreibung, ändere Daten deines Projektes her und wie können wir die Response Codes beschreiben? Dazu wieder den Code. So, wir gehen jetzt hier nochmal in den Source Code und schauen jetzt mal nach, wie ist das in meinem Source Code beschrieben. Das heißt, ich habe jetzt hier oben, das sind so die Zeilen, das ist jetzt noch Standard, so mal REST Interface Darstellung, wie man das in Spring Boot MVC so macht. Das heißt, da kann ich sagen, das ist der Endpunkt und diese Ergebnisdatentypen kann der verschicken. Also ich kann das Ergebnis kriegen in JSON oder XML. Das mit XML zeige ich Ihnen dann noch unter der Überschrift Content Negotiation genauer. Und alles, was Sie jetzt in meiner Beschreibung gesehen haben, das sind diese Annotationen, die ich jetzt markiere. Das heißt, wir haben hier sowas wie Operation, API Responses und unter API Response. Und das sind jetzt die Sachen, die Sie dann sowohl in der Swagger-Dokumentation gesehen haben, wie auch in diesem OpenAPI-JSON-String. Also Operation, kurze Zusammenfassung, was der Endpunkt so tut mit dem Input. Und dann haben Sie hier bei API Responses auch die Beschreibung, genaue Beschreibung der Return-Codes. Ne? 200 für alles ist okay. Und als Ergebnis kommt ein Application JSON zurück. Man könnte hier auch, eigentlich müsste man jetzt hier, das ist ein Widerspruch, noch XML anbieten. Und die Schemabeschreibung ist project.class, das war die Datei, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das heißt, Transportstruktur beschrieben, Schnittstelle beschrieben, Return Codes beschrieben. Und
So eine Dokumentation würden Sie jetzt für jeden Endpunkt machen und für jede HTTP-Methode machen, die Sie dort unterstützen. Und so können Sie sozusagen vollständig im Rahmen Ihres Source-Codes auch die Schnittstelle beschreiben. Das ist also klassischer Code-First-Ansatz. Letzter Punkt, den ich Ihnen noch kurz zeigen möchte. Jetzt fragt man sich vielleicht noch zusätzlich, wo kommt dieses hier, Projekte-API mit 3 OS und so weiter, diesem Link und der MIT-Lizenz, wo kommt das her? Das habe ich ergänzt in der Hauptdatei. Das ist hier PVS Application, ist hier mein Beispiel. Das ist meine Main-Methode, Sie sehen sie hier. Das ist so der spannende Teil. Und die Doku, die Sie jetzt gesehen haben, da erzeuge ich hier als Bean. Bean wird sozusagen automatisch instanziert von der Umgebung. Und die Informationen, die Sie gesehen haben, sitzen in einem OpenAPI-Objekt. Und dann haben Sie hier das Bilder-Pattern, dass er hier entsprechende Informationen ergänzt. Also Informationen zur Lizenz, wie das Projekt heißt, in welcher Version es vorliegt und wo man bei der MIT-Lizenz den Lizenztext findet. Das ist jetzt noch springdoc.org, natürlich noch Unsinn. So, also haben Sie jetzt gesehen, dass man jetzt die Interface-Spezifikation jetzt in den Java-Source-Code reinschreiben kann. Das heißt, Sie haben es gesehen, ich habe die Endpunkte annotiert, ich habe die Transportstrukturen annotiert und ich habe jetzt hier so ein Open-API-Objekt erzeugt. Und damit haben wir die Schnittstelle komplett beschrieben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.